Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir mal Monster Sanctuary. Ein Spiel, was ich lange beobachtet hatte, aber irgendwie nicht das Geld dazu hatte, es zu kaufen. Es ist schon ein paar Monate draußen. Komme aber jetzt erst dazu, das zu spielen. Das Spiel ist ein Metroidvania-Spiel, für die das nichts aussagt. Das ist wie dann bei den alten Castlevania oder Metroid-Spielen, wo man so eine riesige Map hat und halt die erkunden muss und man findet irgendwo Sachen, die einen stärker machen. Halt so etwas. Ich finde es interessant, man hat 9 Speicherstände. Ich brauche nur einen davon. Ich glaube, ist egal, mir gefällt Blau besser. Natürlich nenne ich mich Shining. Wie der Name schon sagt, hat das Spiel sehr viel mit Monstern zu tun, aber nicht, dass wir sie bekämpfen. Na gut, das auch. Sondern, dass wir sie als unsere Verbündeten haben. Also, wir suchen uns Monster und können sie zu Verbündeten machen. Die Monsterzuflucht ist ein Land weit weg von der menschlichen Zivilisation. Auch wenn wilde Monster für Menschen gefährlich sind, sind Monster, die von ihnen aufgezogen wurden, ihren Besitzern treu ergeben. Das meinte ich gerade. Die meisten Bewohner der Monsterzuflucht leben in der Festung der Hüter. Viele von ihnen lernen, wie man Monster aufzieht und trainiert. Sie nennen sich Monsterhüter. Wähle den Begleiter deiner Blutlinie. Wir haben hier 4 zur Auswahl. Ein Spektraladler, ein Spektralwolch. Okay, die heißen alle Spektral. Was will ich denn haben? Das ist Erde und Wasser. Das ist Feuer und Erde. Das ist Feuer und Wind. Und das ist Wasser und Wind. Den Vogel und den Frosch finde ich hässlich. Ich schwanke gerade hier zwischen dem Wolf und dem Löwen. 1:37 später. Ich nehme den Wolf. Unter den angesehensten Monsterhütern gibt es 4 berühmte alte Blutlinien, deren Geschichte eng mit der Monsterzuflucht verknüpft ist. So schnell kann ich nicht lesen. Jede dieser Blutlinien hat seinen Spektralbegleiter an ihrer Seite. Diese Begleiter sind Beschützer jener Familien. Sie altern nicht und werden von einem Hüter zum anderen weitergegeben. Shining macht gerade die ersten Schritte auf dem Weg, eine Monsterhüterin zu werden. Oh, ich habe eine Frau genommen. Okay. Ich dachte, das wären beides Kerle. Ups. Wie alle Monsterhüter beginnt sie auch... Ach, ist ja auch egal, ne? Der Begleiter ihrer Familie ist ein Spektralwolf. Benenne deinen Begleiter. Wie nenne ich denn meinen ersten Begleiter? Wisst ihr was? Sunny begleitet mich schon seit Anfang dieses Kanals... Und seit meines ersten Kanals. Das ist... Warte mal, wir nennen ihn sogar mit dem Spitznamen, den ich ihm immer gebe. Wir nennen ihn Sunny. Sunny ist mein erster Begleiter. Mäuse sind äußerst unbändig. Ich helfe dir nur, weil ich diese Verbindung mit deiner Familie eingegangen bin. Die meisten Monster werden weitaus weniger bereit sein, dir zu helfen. Deswegen musst du deine eigenen Monster großziehen. Dann wachsen sie an deiner Seite auf und werden für dich kämpfen, so wie ich. Die Loyalität eines Monsters gewinnst du am leichtesten dadurch, dass du es selbst ausbrütest. Natürlich wirst du kämpfen müssen, um an die Eier der Monster ranzukommen. Sieh dir den Block da drüben an. Okay. Löse einen Kampf aus, indem du deinen Gegner berührst. Wir werden sehen, ob du dich deiner Vorfahren würdig erweist. Okay. Wow, kann ich hochspringen. Okay, X ist Menü. Mit Y lasse ich den angreifen. A ist wahrscheinlich Interaktion. Okay, die hinteren Tasten sind Monster auswählen. Ich kann mich nicht ducken. Okay. Los, greif an. Also, ich muss buchstäblich in den Kampf.
So, Kampf beginnen. Ich habe mein Monster gewählt. Okay. Los, Sunny, benutz Eishagel. Achtung, Sunny. Der hat eine Feuerschwäche. Steht da, glaube ich. Luftsichel. Oh, das hat gezogen. Oh nein. Sunny, du musst einstecken. Du schaffst das. Hau ihm eine rein mit deinen Krallen. Er lebt gerade so, ne? So, jetzt mal ihn fertig. Gut gemacht, Sunny. Oh. Ich glaube, ich war nicht so gut. Chance auf seltene Beute, 30%. Ein Blob-Ei. Damit kann ich einen Blob ausbrüten. Und sie haben ein Erfahrungssystem, die Monster hier. Na, schau mal an. Du hast ein Blob-Ei erhalten. Das musst du jetzt ausbrüten. Öffne das Inventarmenü und probiere es aus. Okay, mit X. Inventar, Blob-Ei. Und ich kriege einen Blob. So. Der Blob wird Marikino. Rikino ist der Blob. Ich benenne die erstmal nach meinen Kollegen und danach gerne auch nach meinen Abonnenten und Zuschauern. Das ist das erste Monster, das du selbst ausgebrütet hast. Es ist noch schwach, du wirst es trainieren müssen. Du musst auch noch viel lernen. Der Blob und du habt einiges gemeinsam. Folgen wir weiter dem Hüterweg. Er wird uns zum alten Buran führen, einem alten Freund von mir. Er ist ein geduldiger Lehrer für alle jungen Hüter. Ich habe nicht zu Ende gelesen. Hat es überhaupt einen Sinn, die Feuer so anzugreifen? Augenscheinlich nicht. So, dann beginnen wir mal den Kampf. Okay, der Blob kann heilen. Steht da auch bei, wie viele es treffen kann? Los, Luftsichel! Und du, Arcana Blitz, mach ihn fertig! Oh, das Vieh kann sich ja heilen, ne? Okay. Attacke mit den Krallen. Mit den Arcanen Blitz vernichten. Perfekt. So, ich heile mich mal selber. Das ist ja richtig stark. Eishagel. Macht nicht so viel. Aua. Heil Sunny, Rikino. Und du mach die Luftsichel. Die macht bisher am meisten Schaden. So, das müsste jetzt Platz sein. Wieder zwei Sterne. Das Kupfer brauche ich doch bestimmt auch für irgendwas. Je nachdem, wie effektiv deine Kampfstrategie war, erhältst du eine Bewertung in Form von 1 plus 5 Sternen. Wenn du dir eine bessere Bewertung verdient hast, erhöht das deine Chancen auf bessere Funde, wie beispielsweise Monstereier. Okay, Monstereier sind also sehr selten. Versuche natürlich trotzdem jedes zu sammeln, ne? Junge Hüter, dies ist der Beginn des Hüterwegs. Denn alles, die Menschen, die Monster und die Zuflucht hat seinen Anfang. Au. Okay. Ich habe ja eh nur die zwei Monster, also was habe ich da großartig zur Auswahl? Der hat eine Wasserschwäche. Dem müsste ich doch mit Eishagel richtig eine reinhauen. Ja, das haut richtig hart rein. Mit einem weiteren Eishagel müsste der eigentlich Fratze sein. Deswegen mache ich mal den Arcanen Blitz auf Rocky.
Das Vieh kann eine Barriere errichten. So, erstmal Eishagel und das da auslöschen. So, weg damit. Oh, es lebt noch. Okay, Arcana Blitz. Tschüss. Hm. Mal gucken. Es hat eine Feuerschwäche. Ich würde mal sagen, mit Luftsichel mache ich den meisten Schaden. Nein, eher weniger. Verdammt, Wertung jetzt schon im Eimer. So, Arcana Blitz. Das Vieh macht Blattschnitzer. Ich heile Marikino. Ich glaube, die Krallen machen hier jetzt am meisten. Ein Schlag noch. Ja komm, Krallen nochmal und tschüss. Diesmal waren es 3 Sterne wert. Und ich habe ein Rocky-Eye. Ich habe einen Skillpunkt. Durch die Erfahrung, die deine Monster im Kampf gewinnen, steigt ihr Level. Dadurch erhalten sie neue Skills. Du solltest dir den Skillbaum im Skillmenü ansehen. Ja, mache ich aber vorher. Das ist wichtiger. Rocky! So. Der Rocky wird von Yannick gemacht. Yannick ist Rocky. So, die haben einen Skillpunkt. Boah, da muss ich mir auch noch entscheiden, was davon ich nehme. Es geht über Level 40. Dann nehme ich aber Blattschnitzer. Und Sunny. Lebensraub. Ich würde sagen, der Lebensraub, der wäre gut. Dann kann das Viech sich selber heilen. Oh, und ich kann ihn mit einer Kartoffel füttern. Ausrüstung. Ich muss die Viecher auch noch ausrüsten. Okay. Die hätte ich gern Cestus erhalten. Was ist denn Cestus? Das ist eine Waffe. Sunny, du bist mein stärkstes Viech. Du kriegst Cestus. Warte mal. Da stand auch was mit Verbesserungsmaterial. Wie nutze ich das denn? Hier sind Leute zum Reden. Hallo, Hüterkollege. Wusstest du, dass jedes deiner Monster eine besondere Fähigkeit hat? Eine davon kannst du einsetzen, um bestimmte Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Du könntest auch auf zerstörbare Wände treffen, wie die hinter mir. Los, versuch mal, sie mit einigen der Fähigkeiten deiner Monster einzureißen. Okay, go! Oh, da war eine Kiste. Lebensring. Ja, ich habe die Wand hinter dir schon eingerissen. Sunny kriegt erstmal alles. Der Gierstund. Hallo, du bist noch ein recht neuer Monsterhüter, stimmt's? Hast du schon Ausrüstung für deine Monster gefunden? Du kannst deine Monster durch Ausrüstung stärker machen. So, die Kiste hätte ich gern. Ein Kunai. Schaffe ich den Sprung? Wahrscheinlich von der anderen Seite, ne? Ich will da hoch. Es gibt keinen Fallschaden. Okay, das ist schon mal gut. Nee, da komme ich nie hoch. Nee, Kunai. Gib ich mal Rocky. Wie kann ich das eigentlich ändern, welches Viech jetzt hier mit mir läuft, oder? Ah, Rocky kann für mich so eine Plattform machen.
Wartet, das können wir ein bisschen sinnvoller machen. Okay, es muss Boden dafür da sein. Da gehe ich jetzt drauf und der Sprung klappt immer noch nicht. Nein. Ja, jetzt hat's geklappt. Ich habe Fell erhalten. Okay, das kann Blasen machen. Ah, da steht sogar bei, was es macht. Aktiviert Bodenhebel, zerschneidet Ranken. So, einen Kampf will ich noch machen. Mal gucken, ob Yannick hier zeigt, was er kann. Der hat eine Schwäche sogar gegen ihn. Blattschnitzer! Was du fein! Ich glaube, mit Luftsichel. Nee. Eishagel würde ihn angeblich schon umbringen. Krallen müsste ihn auf jeden Fall töten. Ja. So. Überleben tun beide dasselbe. Blasenexplosion. Okay. Schlockkombi kann der noch nicht machen. Kann ich die auch aussetzen lassen? Sodass die ein bisschen von ihrem Mana da sammeln? Luftsichel ist stark gegen die. Der Arkane Blitz müsste das jetzt umnieten. Ah, ich kann auch noch aussuchen, welches Level die Attacke hat. So, Blattschnitzer. Jetzt müsste das Vieh eigentlich down gehen. Ich kann Yannick nochmal heilen. Der macht dann den Blattschnitzer. Und mit den Krallen nied ich es dann um. Perfekt. 4 Sterne. Aber leider kein Ei. Hätte gern mehr Optionen gehabt. Der Mensch gedieh im Laufe der Generationen, gründete Städte und Nationen, verband sie mit Erde und Rad und später mit Dampf und Stahl. Da ist eine Kiste. Was habe ich hier überhaupt erhalten? Ich habe es nicht gesehen. Die Walnuss macht Verteidigung hoch. Ich glaube, Rikino kann das gut gebrauchen. Ein Armreif und Fell habe ich. Ja komm, wenn hier einer Fell haben muss, dann du. Verteidigung und Mana-Regeneration. Yannick hat hier Mana-Probleme, deswegen kann er das gut gebrauchen. Nein! Ich segel den ganzen Berg runter. Ich habe nochmal Handschuhe bekommen. Die kann ich auch noch ausrüsten. Verteidigung und Crit-Chance. Du brauchst Verteidigung. Außerdem hast du einen Skillpunkt. Ich würde gerne das Heilen aufwerten, weil das wird bestimmt noch richtig nützlich. Ich werde das bestimmt brauchen. Mit dem nächsten Skillpunkt bei Sunny hole ich mir diese Spektralflamme. Ist denn hier sonst noch irgendwas? Hier ist der Weg zur Festung der Hüter. Wir sollten auf dem Hüterweg weiterziehen. Der alte Boran ist einen Besuch wert. Rechts Festung, links Hüterweg. Und was ist hier unten? Eine Kiste. 2x Kupfer. So, dann gehen wir jetzt hier noch einmal nach links. Und machen hier für heute Feierabend. Ich würde sagen, wir haben recht viel erreicht. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Abo und ein Like da lassen. Das zeigt mir dann auch, ob ihr das Projekt weiter sehen wollt. Also ich mache gerne noch ein paar Folgen hierzu.
Aber wenn ihr es natürlich nicht sehen wollt, spiele ich es vielleicht privat. Würde mich aber freuen, wenn wir das zu einem richtigen Projekt machen. Vor allen Dingen gehen wahrscheinlich im nächsten... Pikmin geht auf jeden Fall weg, weil da sind nicht mehr viele Folgen. Es sind nur 6 Versus-Folgen noch da. Und Paper Mario ist wahrscheinlich auch bald vorbei. Und Hitman, da habe ich nicht viel, was ich zeigen kann. Das sind nur 5 Missionen. Deswegen wäre es schön, wenn das hier das nächste Projekt werden könnte. Weil davon hätten wir wahrscheinlich wieder lange was. Auf jeden Fall war es dann jetzt von mir. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. Und ja. Ciao.